Herzlich willkommen in Finchis Welt zu einer endlich mal wieder seit über fast 2 Jahren jetzt, glaube ich, gab es diese Kategorie nicht mehr hier. Zu einer neuen Folge von Finchi unterwegs, oder diesmal möchte ich es lieber nennen Finch in Gefahr, so könnte man es nennen. Denn ich war heute auf dem Nürburgring, beziehungsweise auf der Nordschleife, an der Nordschleife. Und ein sehr guter alter Freund von mir, der hat sich ein kleines Auto zusammengebastelt, mit dem er da öfters schon mal drüber ballert über die Nordschleife. Und heute hatte ich das Vergnügen, hatte die Möglichkeit, mit ihm da ein paar Runden drüber zu ballern. Der Nürburgring ist ja nicht ganz so weit von uns weg. Wir sind, glaube ich, hin 1,5 Stunden gefahren und zurück dann ein bisschen weniger. Und ja, ich habe da ein bisschen was aufgenommen für euch. Und ich denke mal, es könnte vielleicht ganz lustig werden. Deswegen möchte ich gar nicht lange drum rumreden. Wir hatten ein paar Kameras aufgebaut und es könnte gut werden. Deswegen bleibt dran. Ich weiß noch nicht so genau, ob ich euch jetzt... wahrscheinlich werde ich euch die erste Runde komplett zeigen. Die irgendwie 8,5 Minuten oder so ging. Und danach werde ich noch so ein bisschen was zusammenschneiden, weil es halt doch irgendwie mal dasselbe ist. Wir werden sehen. Auf jeden Fall wünsche ich euch nun viel Spaß. Und man wird sehen, dass mir im Laufe der Runden ja ein bisschen die Gesichtsfarbe gewichen ist. Ich weiß gar nicht, ob man es jetzt... ist immer noch nicht ganz wieder da. Ist schon hart. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal an und am Ende gibt es noch ein kleines Statement von mir. Ja, viel Spaß mit Finch in Gefahr, Teil 2. Okay, es geht los. Jetzt bin ich ja schon so ein bisschen aufgeregt, ne? Brauchst du nicht. Das ist alles okay. Ich bin ja da. Sollte er sein, ne? Ja, vor der Anreise. So. Habt ihr schon die Hütschuhe gefahren? Dann geht die Party. Okay. Angezeigt.
ist das noch? Stand. Ja, schon krass, ey. Hast du es dir so vorgestellt? Nee. Härter? Nee. Also, was heißt härter? Es ist sehr unwirklich, fand ich jetzt gerade so. Weil du kriegst das gar nicht alles so auf die Pfanne. Die als Zeit? Beifahrer jetzt wahrscheinlich. Ja. Die Zeit vergeht wie im Flug, ne? Ja. Wie lang? Weißt du ungefähr, wie schnell wir waren? Ich schätze mal, das wird so 9 Minuten oder so gewesen sein. Wo ist eigentlich die Fernbedienung? Die hat sich wahrscheinlich irgendwo verselbstständigt. Ja, müssen wir das mal suchen. Ja, scheiße. Wichtig ist halt, dass du schon relativ früh auf der Geraden ihr Tempo rausnimmst, dass die Bremse wieder abkühlen kann. Ja. Wir fahren jetzt nochmal Motorhaube offen, ist klar. Wir fahren jetzt erstmal hier auf den Parkplatz und messen nochmal die Reifen, ja. Temperatur und den Druck. Fahren wir mal oben hier zum Brotzeitberg. Mhm. Weil der Parkplatz ist ja mal wieder voll. Ja. Oder wir halten kurz hier. Auf jeden Fall krass. Das freut mich. Mir ist auf jeden Fall jetzt warm. Ja, mir auch. Oh Mann. Hallo Matt. Wo ist denn die Fernbedienung? Was ist denn los? Was ist denn los mit der Fernbedienung? Die kann da nicht wechseln. Wie geil ist das denn? Ja, bis später. Tja, was soll ich sagen?
es kommt in den Videos nicht annähernd so krass rüber, wie es in echt war. Das war eine echt mega kranke Erfahrung heute. Ich würde vor allen Dingen mit ihm, mit meinem Fahrer, mit dem Matthias, erstmal danke an dieser Stelle, dass du mich da mitgenommen hast heute, würde ich jederzeit wieder darüber fahren. Da hatte ich also, habe ich so gar keine Bedenken eigentlich, weil er weiß schon wirklich, was er da macht. Er hat mir am Anfang auch groß erklärt, was er im Auto verändert hat, warum, wieso und hast nicht gesehen. Also ich würde jetzt nicht mit jedem darüber fahren, weil es ist schon, man muss schon sagen, es ist schon gefährlich, vor allen Dingen, wenn man nicht weiß, was man da tut. Und es sind ja auch noch andere Leute auf der Rennstrecke, die vielleicht nicht immer sich so gut vorbereiten, wie wir oder wie er das jetzt getan hat und auch nicht so viel Erfahrung auf der Nordschleife haben. Und deswegen ist das schon eine ziemlich gefährliche Sache, würde ich mal so behaupten. Aber mit ihm war das jetzt eigentlich, ja, ich habe mich doch die ganze Zeit sicher gefühlt, auch wenn es natürlich mega heftig ist, wenn man durch diese Kuppen da runterballert und über Pflanzgarten drüber fliegt und dann abhebt und wieder in die Senke und da gehen schon Kräfte auf den Körper. Das ist schon nicht mehr ganz feierlich. Man kann es auch nicht mit einer Achterbahn vergleichen. Ich habe immer gedacht, das können wir so ein bisschen wie Achterbahn fahren, aber das stimmt nicht, denn Achterbahn ist immer gerade, da ruckelt nichts. Man wird vielleicht ein bisschen geschüttelt, aber das war es auch. Ansonsten geht das immer irgendwie gerade und geschmeidig durch die Kurven und Loopings. Aber hier, es gibt so viele Unebenheiten auf der Strecke und so viele unvorhersehbare Bodenwellen, was weiß ich nicht alles, was er natürlich kennt, aber ich nicht. Ich bin noch nie so darüber geballert. Als wir das letzte Mal dahin gefahren sind und auch einmal drüber gefahren sind, da waren wir gerade 18 irgendwie, hatten einen Führerschein und sind dann ganz vorsichtig noch mit Musik voll laut an da so drüber gefahren mit einem Lupo. Und das jetzt heute war schon eine ganz andere Hausnummer. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wir haben dann eine kurze Zeit warten müssen, weil die Strecke kurzzeitig gesperrt war für normale Fahrten oder generell gesperrt war. Und er hat mir dann so ein paar Leute, da stand zum Beispiel jemand bei, da meinte er, das da vorne ist der und der, das ist hier einer von den schnellsten, die hier so mitfahren, von den Hobbyfahrern und der fährt eine 47 mit seinem Auto und hast nicht gesehen und ja, ist halt schon sehr interessant da, aber es gibt halt auch genug Idioten, es gab zum Beispiel sehr viele aus England, die da waren und die lesen sich halt noch nicht mal die Hinweise durch. Es gibt ein paar Regeln, die man halt irgendwie einhalten soll. Man darf zum Beispiel nicht rechts überholen, man sollte auch immer die Leute links vorbeilassen und so. Es gibt halt dann die Engländer, die lesen das zum Beispiel nicht und halten sich dann immer links, wie in England halt. Und das ist natürlich vollkommen verkehrt. Deswegen gibt es dann damals schon ein bisschen Chaos. So eine Situation hatten wir auch einmal ganz kurz, habt ihr gesehen. Ja, aber trotzdem, wie gesagt, mit ihm würde ich da immer wieder drüber fahren. Aber drei Runden heute haben mir echt gereicht. Ich muss sagen, so eine Kiste, die so gut da geht und mit der man so eine Rundenzeit da hinballern kann und dann jemand, der auch noch das so gut drauf hat wie er, da diese, ja, die Strecke quasi auswendig kennt, da reichen doch tatsächlich drei Runden, das ist schon ziemlich hart. Mir ist jetzt immer noch ein bisschen duselig, obwohl wir jetzt schon wieder, ja, wir haben jetzt 21:45, ich bin schon wieder ein bisschen zu Hause und trotzdem war es eine sehr coole Erfahrung heute. Danke, Matthias, dass ich da mitfahren durfte und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an meinem Abkacken da im Auto. Ja, würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.